Hi Leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Vlog. Wir sind jetzt hier so gesagt in Eisenhüttenstadt bei dem Geburtstag meiner Großeltern. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen aufgemacht, um ein bisschen die Gegend zu erkunden. Oh, was ist das denn da unten? Das sieht ja richtig komisch aus. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Da ist ein Schloss dran. Ah, oh, was ist denn das? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr sagt, was das ist. Wollte mit euch ein bisschen heute Weird Talk machen. Ein bisschen erzählen, ein bisschen reden. Und wir schauen uns einfach ein bisschen, ja, hier die Datenfläche an. Ja, da gab es dann auch Situationen, die halt auch nicht so schön waren, wie wo wir an den, da ist ja so gesagt ein Zoo auch in Eisenhüttenstadt, wo wir dann auf dieser kleinen Insel waren. Müsst ihr euch da so eine Insel vorstellen, da ist noch so Freizeitbad und so weiter drauf, eigentlich richtig schick und richtig schön, aber wenn man nicht so der Waldmensch ist, sondern eher so Wasser bei sich in der Nähe haben will, also meine Stadt wäre Eisenhüttenstadt nicht, um das mal so zu klären. In diesem Freizeitpark und ja, als kleines Kind ist man noch ganz schön neugierig, fest an Dingen an, wo man nicht anfassen soll. Und ja, dann waren wir halt so gesagt am Affenkäfig. Da waren so die, ja, wie nenne ich die jetzt? Irgendwie so eine komischen Arschaffen, nenne ich die jetzt einfach mal. Mir fällt jetzt die Rasse nicht ein. Wow, er hat Arschaffen gesagt. Neuer Hashtag. Schreibt mal in die Kommentare Arschaffe gefunden. So. Und dann Hashtag und dann dahinter, was ihr denkt, was es für eine Affenart ist. Ja, ich hab halt da reingefasst, hat einen Eis in der Hand und dann zieht mich ja für volle Kanne so gesagt an das Gitter, weil er unbedingt das Eis haben wollte. Und ich wollte natürlich nicht loslassen. Das war mein Eis. Der hätte sich auch mal ein eigenes Eis kaufen können. Ja. Habe ich also praktisch Probleme gehabt mit diesem Affen, dass er mir das Eis stehlen wollte. Mann, Mann, Mann. Immer dieser Eisstehler. Oh mein Gott, guckt euch das an. Das sieht richtig episch aus. Wie einfach dieses Wasser funkelt. Guckt euch das an. Das sieht sowas von genial aus. Wenn du jetzt so übers Wasser guckst, da hinten bis in dieses Schilf, hast du hier so diese abgegrenzte Fläche. So richtig still irgendwie. Irgendwie auch irgendwie ein bisschen romantisch. Ich kann mir das richtig cool vorstellen. Wenn hier jetzt so ein übelst geiler, ja, so Strand wäre oder so. Und dann legst du dir da noch dein Handtuch hin zum Rauflegen. Und dann richtig chillig dann so abends hier sitzen. Vorher ins Wasser gesprungen, ja okay, der Eingang ist vielleicht nicht das Beste, aber ich könnte es mir richtig cool vorstellen, vielleicht ist sie auch ein bisschen, dass man sich verhängt und dann siehst du so, wie die Sonne untergeht und siehst es dann hier so auf dem Wasser so richtig geil funkeln. Ja. Zu geil. Hi Leute, wir sind so gesagt wieder in Potsdam und ja, da habe ich jetzt gerade so eine schöne Story zu erzählen, die mir gerade passiert ist. Hier im Park ist es ja so gesagt verboten, Hunde ohne Leine auszuführen und dann kam so gesagt eine Parkwächterin auf mich zu, ja, könnten Sie mal bitte Ihren Hund anmachen. Übertreiben wir das mal ein bisschen. Könnten Sie mal bitte Ihren Hund anmachen, der verstaut den ganzen Rasen.
Ich habe sie wirklich wie so verschmitzt, wie ich bin, einfach wirklich drauf angesprochen, ist für sie Rasen denn auch Kulturerbe? Und sie meinte, ja, hier auf jeden Fall. Einerseits, sagen wir mal so, Rasen kann kein Kulturerbe sein, denn es ist pflanzenmäßig. Wenn es jetzt irgendwie eine spezielle Anordnung ist, dass der Rasen speziell wächst und auch immer so ist, dann ist es Kulturerbe vielleicht. Aber ich sag mal so, Leute, Rasen, ist das Kulturerbe? Sorry, aber das verstehe ich nicht. Rasen, Kulturerbe, nice. Dann ist nämlich auch Kulturerbe. Oh, scheiße, ich laufe auf dem Weg. Er merkt schon, er kriegt mich ein bisschen auf. Und zwar nicht gerade wenig, weil ich es so gesagt nicht verstehen kann. Häuser und so, alles klar. Okay, gut, das ist Kulturerbe. Aber Rasen, Junge, piepst bei denen da oben? Um das mal vereinfacht darzustellen. Ich mache ja diese Box auch, weil man vielleicht mal darauf hinweisen sollte, dass es einfach komisch ist, so eine Ordnung zu schreiben. Sorry, auf der liegenden Straße ist verboten. Ist ja Kulturerbe. Leute, bitte sehr, überlegt euch mal, dann könnt ihr jeden Rasen merken. Dann könnt ihr jeden Rasen fertig machen. Und es werden immer wieder Leute geben, die auf den Rasen einfach sind. Der Rasen geht doch nicht so schnell kaputt. Das ist hier Naturrasen. Da wird nicht viel gepflegt. Der wird ein bisschen geschnitten, bisschen gedüngt. Ja, aber da passiert dann nicht mehr. Und der kann auch vertrocknen. Wollen die jetzt etwa die Sonne auch die Schuld schieben oder was? Ey, Sonne, pass mal auf, dass du den Rasen nicht zerstörst. Das ist ja Kulturerbe. Also, ich bin bei sowas immer fassungslos. Und dann habe ich so gemeint, ja, sie wissen aber auch, dass es total wenig Möglichkeiten gibt, überhaupt mit dem Hund zu laufen. Warum schafft Potsdam diese Möglichkeiten nicht? Ja, sie können ja auf diesen kleinen Rasenfläche hinter Babelsberg spielen. Junge, erstmal ist das ziemlich weit und man sollte vielleicht dann auch mehrere Plätze dafür einrichten, nicht nur ein. Das mal an die Potsdamer. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass es nur eine Rasenfläche gibt und im Park kannst du nicht spazieren gehen ohne Leine. Ja, es gibt Leute, die Angst haben und ja, der Hund buddelt auch mal rum, aber das heißt doch nicht, dass er nur rumbuddelt. Denke mir auch viele andere Besitzer von Hunden, von Katzen. Ich glaube, es gibt bestimmt auch Katzenhalter, die bestimmt im Park mit ihrer Katze einfach lang gehen würden. Und ich sag mal so, hier wird auch gejagt im Park. Das ist kein Witz, hier wird gejagt. Denn vom Wildpark kommen halt auch Wildschweine rüber. Und jetzt mal, überlegt doch mal. Die zerstören auch den Rasen. Oh mein Gott, das ist Kulturerbe. Wir müssen die Wildschweine aussperren. Dann müssen die das halt auch machen. Aber die müssen auch wissen, dass weitaus weniger Passanten dann kommen. Weil sie es einfach ungerecht finden. Natürlich soll dieser Schutz da sein, dass Kinder auch davor Angst haben. Aber wenn wir das einfach den Kindern schon so erziehen, ey, du brauchst Angst haben vor dem Hund, der tut dir was ganz Böses, der hat ein großes Maul und frisst dich gleich. Na, dann ist doch klar, dass wir eigentlich auch Tiermensch, dass wir eigentlich Tierfeinde wären auch von dem Mensch. Dass es viele Tierfeinde auch gibt und eigentlich nichts Schönes sehen im Tier. Mann, Mann, Mann. Ja, Leute, ich beende an dieser Stelle die Vlog. Trotzdem war es noch ein sehr schöner Tag. Ich mache mich dann später auch noch zum Sterncenter. Und ich hoffe mal, ihr habt viel Spaß gehabt. Ciao, bis zum nächsten Mal.